Los geht's. Die letzten 20 Minuten. Herzlich willkommen hier zu dem Video, oder? Richtig, genau. Das wollte ich gerade sagen. Und genau da haben wir es. Die Folge läuft. Keiner macht die Begrüßung nach 2 Minuten. Ja, hallo und herzlich willkommen hier zum neuen Video. Nee, so schlimm nicht. Wird ihr dabei sein. Ja, Lukas, erzähl mal, was wir hier machen. Wir spielen Landwirtschaftssimulator. Ein bisschen detaillierter, bitte. Was ist unsere genaue Tätigkeit in diesem Augenblick? Zuckerrüben farmen. Okay, und eigentlich müssen wir jetzt doch das haben, oder? Den Prozentsatz, die 97%. Nee, noch nicht. 98 sind wir gerade. Ja. Was bist du für ein Sick? Sorry. Ich so, eigentlich müssen wir doch die 97% doch schon haben. Nee, wir haben 98. Nee, wir können es noch nicht bestätigen. Okay. Dann Lukas, bring doch jetzt einfach schon mal den Anhänger weg, dann müsstet ihr die 100% haben. Ja, ich glaube, dass wir 100% haben, ohne dass das ganze Feld weg ist. Das kann natürlich auch sein. Deswegen sage ich ja, bring den Anhänger einfach schon mal weg und dann geht das restliche schön bei uns rein. Also, die YouTube-Folge ist wieder gestartet, das heißt, soll ich noch wieder auf den Chat eingehen. Genau, wieder moin YouTube. Alfred schreibt, Ellerbach sogar 7, ne, wobei da muss ich von oben anfangen, sonst haben wir keinen Kontext. Aber auch die meisten Spieler spielen, genau, das hatten wir auch. Kann Mühlenkreis, Erlenbach und Gemeinde Rade sind schöne Karten. Felsbrunn, Standard ist Ravenport und Felsbrunn. Mühlenkreis hat 5 Höfe. Und dann schreibt er Erlenbach sogar 7. Ist das so? Echt? Einnahmen, das ist gut. Abgeschlossen. Ja, super. Dann geht der Rest in unsere Tasche, ne? Jo. Moin, Polziner 95. Wenn du 95 geboren bist, bist du gleich alt wie ich. Willkommen bei den 24er. Und schön, dass du hier mit dabei bist im Stream. So nachher hier so zur frühen Stunde reinschaltest. Sollen wir das bei uns ins Silo tun oder gleich wegbringen? Ich glaube, wir machen ja schon noch alles voll und dann fährst du es zu uns zum Silo, oder? Jo. Den vollen Hänger. Und dann fahre ich noch mit meinem Rest, den ich hier mitbringe, und dann hätten wir es eigentlich. Müssen wir vor allem die Maschinen noch wegbringen. Ja, 95 geboren. Ich auch. Bin 24. Und in dem Fall ganz offiziell Polziner 95, willkommen bei den Freaks und vielen Dank für deinen Follower. Ja, das ist aber, er hat bestimmt einen Follower da gelassen, weil du genauso alt bist wie er. Das habe ich auch getippt. Es ist halt so, das Einzige, was wirklich bindet, sind Gemeinsamkeiten. Das ist echt so. Wenn du mit jemandem keine Gemeinsamkeiten hast, dann magst du den im Regelfall auch nicht, willst du von dem auch nichts wissen. Wenn du Gemeinsamkeiten hast, dann ja, hast du Gemeinsamkeiten. Oh, welche Erkenntnis. Was Spannendes. Neues. Auf jeden Fall. Sollte ich mal ein Buch drüber schreiben? Ja, du bist Schriftsteller. Glaube ich nicht. Nee, Buchautor. Also und wenn ich Buchautor werde, dann macht Lukas auf jeden Fall die Rechtschreibkorrektur. So schlimm? Nee, nicht so schlimm. Aber auch nicht gerade so rasend. Also geht, hält sich in Grenzen. Da gibt's Leute, die haben eine schlechtere Rechtschreibung. Meine ist ganz okay. Wenn ich mich anstrenge und wenn ich mir Mühe gebe und so.
Ja, Erlenbach 4x Kuhhof, 2x Schweinehof und ein Schafhof. Ach, die Map kenne ich sogar. Hammerkarte für Multiplayer, schreibt er. Ja. Ja, wirklich eine Hammerkarte, wenn du Multiplayer spielst, da kann jeder irgendwie an einen Hof hingehen. Das ist grundsätzlich mega geil, aber nicht so meine Karte gewesen. Jetzt bin ich gespannt, was er hier geschrieben hat, Polziner. Er sagt nämlich, habe einen Follower dagelassen, weil es mir gleich gefallen hat, nach 2 Minuten. Ah ja, die Raid ist auch top, schreibt er. Und Late, macht ihr dann noch eine neue Welt oder probiert ihr die zu retten? Ich glaube, wir probieren die zu retten, oder Lukas? Ja, wir machen das Beste aus der. Ach, ihr wollt die Welt hier behalten? Weiß ich nicht, ja, oder? Wenn wir jetzt hier schon 2,5 Stunden hier so ein Rübendings. Ich hätte mir jetzt die Challenge gesetzt, hier da was rauszuholen, ja. Ich glaube, es hört sich nach viel Arbeit an, oder? Der weiße Lacher im Hintergrund. Oder war das der Uhu? Hier war ein Uhu. Nee, ich hab auch gehört. Ich hab hier gehört. Ja, ich auch. Und ich war mir jetzt nicht sicher, ob du so ein bisschen leise gelacht hast oder ob das eben diese Uhu war oder dieses Tier halt. Ja, weil so. Nee, ja, genau, so ähnlich. Engvogel, was auch immer. Und bei mir fängt es an zu regnen. Oh, das ist nicht gut. Bei uns noch nicht, Gott sei Dank. Ich sehe schon kommen, ey. 5 Minuten später gewittert. Dann habt ihr nicht genug Geld für alles, außer es wird geliehen. Ja, du, ich meine, am Anfang hat man ja nicht viel Geld. Wir spielen ja erst seit ein paar Stündchen. Und wir haben auch schon ziemlich viel verkauft. Dann spielt mal Mühlenkreis. Das ist natürlich die spannende Frage. Der Nachteil ist halt, wenn wir da jetzt quasi mit was Neuem anfangen, dann ist ja hier was, wir machen alles umsonst. Ja, wir sind die ganzen Stunden, die wir jetzt hier waren, haben wir gemacht, um gemacht zu haben. Eben, deswegen wollte ich sagen, nein, das wäre schwachsinnig. Wir spielen das Spiel jetzt nicht so krass, dass wir immer wieder was Neues beginnen. Ja, würde ich auch sagen, dass wir hier dranbleiben, weil das wäre nämlich schon blöd, wenn wir jetzt hier, klar, wir haben viele neue Leute dazu gewonnen und so, der Hauptzweck ist auf jeden Fall erfüllt, aber wenn wir jetzt nochmal von vorne anfangen würden, also es wird gleich mal, um vielleicht vorneweg zu sagen, jetzt kein Riesenprojekt mit 200 Stunden oder so, das können wir schon mal ausschließen. Ach, und was mir gerade noch einfällt, was geschrieben wurde, doch 1,25 Millionen. Mhm. Das ist nicht ganz richtig, weil die Karte ist gleich mit 1,25 Millionen gestartet. Das ist aber daher, dass ein einfacher für neue Spieler ist und man gar nicht so viel Startkapital hier hat. Nee, also wir bleiben jetzt schon bei der Karte dran, da haben wir jetzt angefangen, das machen wir ein paar Stündchen und dann gucken wir, wie es sich weiterentwickelt. Wir haben jetzt halt einen guten Zeitpunkt erwischt, wo wir das machen können. Ja, Tramp hat Semesterferien, ich habe eine Woche Urlaub. Ich habe Zeugnisferien. Und da gehen wir das eben so ein bisschen hier an mit dem Landwirtschaftssimulator, gucken, wie es sich dann entwickelt. Also es wird nichts Großes, ne? Da müsst ihr euch auf jeden Fall bewusst sein. Das möchten wir euch nicht vorenthalten. Und was hast du für Ferien? Zeugnisferien. Ja. Was ist das denn? Zeugnisferien, also ich habe Donnerstag Nachmittag mein Zeugnis bekommen, habe dadurch Freitag, Montag, also jetzt heute und morgen frei. Ah ja. Und Mittwoch morgen dann wieder los. Ja, ist auch mal ganz nett hier so ein paar Tage, ne? Ja, mal so eben ein bisschen hat man noch mal ein längeres Wochenende. Ist auch mal ganz angenehm, kann man auch noch mal so wie heute die Zeit nutzen, noch mal so einen Tag wach bleiben. Ja, was für ein Auto ist das eigentlich im Hintergrund? Oder höre ich nur ich das? Keine Ahnung, ist das jetzt spielbezogen oder real life?
Ich höre es im Headset. Keine Ahnung. Also ich wohne nicht in der Stadt. Bei mir fahren vielleicht 10 Autos am Tag vorbei. Ungelogen, wohlbemerkt. Ist bei dir draußen schon Verkehr, Lukas? Arbeitsverkehr? Ich finde es voll heftig. Ich hatte ja da diesen Montag doch diese Freilegung, ne? Und da musste ich dann nach Ravensburg fahren. Da hatte ich dann einen Termin um 6.15 Uhr. Und da die Brücke da gesperrt ist, wo du da zu Ravensburg reinfährst, da, ohne Witz, da war so viel Verkehr. Die ganzen Leute waren schon um 6.30 Uhr auf dem Weg zur Arbeit. Bloß wegen dieser scheiß Brückensperrung, die bis Mai gehen soll, das war richtig heavy. Ich habe noch nie so früh morgens so viele Autos gesehen. Ah, jetzt weiß ich, wo das Geräusch herkam, weil ich ganz auf den Autos hin und her springe. Ach so. Du bist auch schon im Sekundenschlaf, oder? Nee, aber ganz ehrlich, was sich jetzt so anbietet, also Lukas, geht dann auf jeden Fall, wenn das Feld abgemäht ist, wenn wir das so abgeschlossen haben, das alles weggebracht haben und die Fahrzeuge, dann macht er auf jeden Fall Schluss für heute. Und ich würde noch aus Überzeugung, Solidarität und Spaß und auch dem Erfolg, den wir ja gerade haben, wieder ein kleiner Zuschauerbonus von 13 Zuschauer, würde ich vielleicht noch, vorausgesetzt, du bist noch ein bisschen länger dabei, Erik, würde ich noch mal ein paar Minütchen, je nachdem, eine halbe Stunde, eine Stunde, vielleicht auch ein bisschen länger, doch noch dranhängen. Was hast du denn dann vor, was zu machen? Weiß ich nicht, das dürftest du dann sagen, was am sinnvollsten wäre, was wir gemeinsam tun können, um hier noch mal ein bisschen weiterzumachen, ein bisschen Geld zu wirtschaften. Die Map gehört, wer hat die Map hier? Lukas. Ja, wenn er weg ist, dann ist die Map hier zu. Ach so, scheiße. Das kannst du nicht irgendwie übergeben? Nee. Das quasi alles wird auf seinem PC hier gespeichert. Das ist doof. Geht das ja gar nicht. Deswegen, das hat er auch, wurde vorhin auch schon angesprochen, wegen einer richtigen Server, wo man auch jeder durchgehend immer rauf kann. Ja. Ja, ich habe mich gerade schon gewundert, wie noch was anderes war. Kommt es mit einem anderen Spiel um die Ecke oder was hast du vor? Nein, das habe ich gar nicht mehr gedacht, tatsächlich. Wo sind denn hier jetzt noch so Erntereste? Also eigentlich noch überall so vereinzelte. Lukas, ich würde schon mal sagen, du fährst mal weg, bringst das Zeug in Silo. Ich verkauf's direkt. Oder verkaufst es direkt. Ich fahre das Zeug hier weg und lade das dann nochmal bei dir ein und dann bringen wir die Geräte weg. So, dann gehe ich jetzt gleich nochmal auf den Chat hier drauf ein. Uno Momento, da kamen wieder neue Nachrichten. Wenn ihr mit Multi gestartet seid, dann 1,5 Millionen. Genau, das war die letzte Nachricht, die ich zur Kenntnis genommen habe, vor 4 Minuten. In der Zwischenzeit kam rein, wie lange macht ihr noch? Da steht es eben noch in den Sternen. Was? Kann nicht. Bin während dem Stream eingeschlafen. Ist ja geil. Dann waren wir deine Sandmännchen. Was habe ich verpasst? Oh, das kann ich dir gar nicht sagen, was du verpasst hast. Viel dummes Gelaber auf jeden Fall, oder? Ja. Und wir haben jetzt hier das Feld so gut wie abgemäht. Kann man irgendwie mitmachen? Schreibt Polziner. Nein, tatsächlich. Weil wir wissen nicht mehr, wie lange es geht und zu viele Leute ist quasi auch nichts und Lukas wird jetzt auf jeden Fall gleich Feierabend machen und wir spielen über seinen Server. Das heißt, die Option bleibt uns leider nicht übrig. Von daher ist es ein bisschen schwierig. Er kann es kopieren und wir senden. Was nochmal? Er kann es kopieren und dir senden, wenn er weiß wie. Die Zeit haben wir nicht mehr, ich bin dann nachher direkt im Bett.
Wie fair das kopieren oder senden? Den Spielstand. Den kann man senden? Ja, wahrscheinlich irgendwie ein Ordner auf den rüberpacken. Ach so. Das weiß ich selber nicht, wie das geht. Ja, ich kann es mir schon so ungefähr vorstellen. Ja, keine Ahnung. Also, ich würde vielleicht noch meinen Stream ein bisschen verlängern. Da aber nicht mit Landwirtschaftssimulator, sondern noch eine kleine Runde Red Dead Redemption 2. Noch ein paar legendäre Tiere jagen. Genau, mehr habe ich eigentlich nicht im Petto. Was anderes ist auch gar nicht möglich. Also entweder Feierabend oder noch ein bisschen Red Dead Redemption. Da kann ja mal der Stream kann ja mal drüber im Chat abstimmen, ob es da überhaupt Interessenten gibt für Red Dead Redemption, wenn ich da mit der Story weitermache, ein paar Tiere mit Arthur jagen, ein paar legendäre, was ist jetzt passiert? Bin ich habe den Aufruf abgeschlossen. Wie abgeschlossen? Hey, haben wir doch schon abgeschlossen. Ja, aber ich hätte ja noch ein paar Rüben gehabt zum Einsammeln. Auf einmal ist da die Maschine weg. Und so, was ist jetzt los? Ja gut, jetzt haben wir eine halbe Million, ne? Ja. So, und dann fahren wir jetzt noch 3 Minuten für die YouTube-Folge am Start. Ich bin eh noch auf dem Acker unterwegs. Wie viel hast du denn noch zu machen? Das halbe Feld. So. Ich glaube, das kriegen wir nicht hin zu dritt. In 3 Minuten. Oh, welch ein Zufall. Er kennt ja das Feld 26, wie groß das ist. So, ja. Und wir haben auch keinen zweiten Drescher. Ja. Ich nicht. Ich auch nicht. Ich gehe mal. Okay, in dem Fall löst sich dann, so wie es aussieht, hier wohl die Truppe auf, was auch völlig in Ordnung ist. Gucken wir einfach noch, wie viel zum Schluss übrig bleibt. Und wenn es so 7 oder 8 sind, dann mache ich auf jeden Fall noch ein bisschen Red Dead Redemption, legendäre Tiere jagen. Aber ansonsten, wenn es auf jeden Fall unter 5 sind, dann ist für heute auf jeden Fall Feierabend. Also, bevor ihr alle geht, nochmal vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank für eure Interaktion, für eure Followers, für eure Tipps und alles drum und dran. War auf jeden Fall schön. Wir können ja gerade mal hier so kurz gucken, wie es denn rein theoretisch weitergehen würde. Also, wenn wir wieder spielen würden. Also ich habe morgen um 14 Uhr meinen Zahnarzttermin. Dann kommt noch Magnus, der holt irgendwas ab bei mir. Dann gucke ich morgen auf jeden Fall, oder heute besser gesagt, Großstadtrevier an. Also von meiner Seite aus, jetzt weiß ich nicht, wie das bei dir ist, Lukas, könnten wir um 20 Uhr... Nee, Moment mal, wie lange geht die überhaupt? 19:50. Ja doch, um 20 Uhr. Heute, / morgen nach dem Zu-Bett-Gehen. Sollen wir da dann hier weitermachen auf der Karte? Muss ich mal gucken. Ja, dann guckt Lukas auf jeden Fall, ob das so funktioniert. Und ja. Was wir vielleicht auch noch machen können, ich und Erik, wir können ja hier fertig machen. Du kannst so lange noch deinen Rechner anlassen. Du kannst dich dann quasi Zähne putzen und fürs Bett fertig machen. Ich gehe direkt ins Bett. Ach so. Ja, okay, gut, in dem Fall. Aber machen wir noch das Feld fertig oder ist es zu groß? Oder wie ist denn der Stand? Beibahn. Dann ist gut. Soll ich auch noch irgendwas machen mit dem Wagen hinterher? Oder? Nö, wir sind hier gerade schon voll. Okay, alles klar. Dann laufe ich hier mal ein bisschen rum und gucke euch ein bisschen zu. Also in dem Fall mit hoher Wahrscheinlichkeit heute ab 20 Uhr
werden wir dann wieder Landwirtschaftssimulator spielen. Und ansonsten am Dienstag. Wie lange wäre eigentlich geplant gewesen, heute zu spielen, Lukas? Was hättest du da so angesetzt, angerechnet? 2, 3, sowas. Ah, doch so lang, okay, krass. Jetzt ist 5 Uhr, das ist halt schon heavy. Das ist halt schon heavy. Ist schon wirklich sehr lang geworden. Alter, das, na gut. Ich habe jetzt gedacht, wir wären länger online gewesen, aber... Ah ja, doch, sind wir auch eigentlich. Ich muss ja nochmal den Stream abbrechen, weil ich ja noch mein Lenkrad angeschlossen habe. Ich finde es halt schon voll heftig, dass ich eigentlich jetzt so einen ganzen Arbeitstag gestreamt habe, ja? 7,5 Stunden. Ein ganzer Arbeitstag. Ja, Männer, dann würde ich mal sagen, Spiel verloren. Du hast aber abgespeichert, oder? Jo. Alles gut. Dann würde ich mal sagen, das war's hier vom Landwirtschaftssimulator. Genau, und das war's auch von der Aufnahme und vom Stream. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Genau, bye, tschüss. Bye.